Ja, hallo, liebe Freunde des gleißenden Geschmeides. Ich bin's wieder, euer Charlie, hier mit einem neuen Mineralienfilm. Und heute geht es wieder auf Tour, und zwar auf Exkursion in einen der vielen Diabasteinbrüche in Nordhessen. Ja, wo es genau hingeht, darf ich nicht sagen. Ist eine legale Tour. Und dann wollen wir mal gucken, was es gibt. Mit dabei ist der Marco aus Bottrop. Ja, zeig mal deine dicke Fettleber, komm. Ja, super. Ja, jetzt sitzen wir hier schon in der Bäckerei. Und jetzt wird jetzt erstmal gefrühstückt. Ja, wollen wir mal gucken. So, jetzt sind wir angekommen hier im Steinbruch. Ja, ich weiß nicht, ob wir gleich reinfahren können. Das werden wir dann sehen. Ja, schauen wir mal. Ja, so ein bisschen heiß ist man ja, ne? Ja, wie ihr seht, wir haben uns schon hier in Schale gepackt. Ja, in Warnweste, Helm auf, Brillen tun wir auch noch an. Ja, wir müssen uns schon so anziehen nach den Unfallverhütungsvorschriften, Steinbrüche, Gräbereien und Halden. Ja, das kann kaum ein Mitarbeiter hier, aber wir als Sammler müssen das nun mal kennen. Ich krieg schon was. Du darfst auch unterschreiben. Die Enthaftungserklärung. Und du bist Nummer 5. Nummer 5 lebt. Halt mal fest. Ich bin gut. Meines in der Probe haben schon Pferde. Klar, ja. Ja, beachte hier die Sicherheitssocken für den Steinbruch. Nein, ich. Wir waren ja noch mehr erwartet, aber. Also, erstmal guten Morgen und herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid, dass doch ein paar gefolgt sind. Und das, was jetzt hier heute passiert, ist nicht üblich. Aber da der Uli angesagt hatte, dass wir Gäste aus dem Sauerland haben, habe ich gedacht, und ihr beiden vielleicht auch noch ein bisschen Nachholbedarf habt, zumindest an Steinperf. Und da habe ich gedacht, leite ich so ein bisschen was in die Wege, damit was über den Tagebau und so ein bisschen über die Mineralisation klar wird. Baut hier Richtung Süden jetzt ab in der Hauptsache, sprengt aber noch die ganzen Zufahrtswege, also die Sohlen, auf der Nordseite weg. Das heißt, es wird eine hohe, steile Wand, aber die Nordseite war eine fündige Wand eigentlich. Da sind immer auch Funde gemacht worden. Ich hatte mal jemand besprochen, der sagte, ja, Süden, da ist nichts und da findet man auch nichts, schon gar nicht die grüne Zinkblende. Das konnte ich aber 2016, 2017 widerlegen, denn die habe ich dort gefunden. Und diese ganze Sache hier, dieser Tagebau, dieser Diabas, ist, ich sag mal, zwischen Oberdevon und Unterkarbon angelegt. Das heißt, das ist etwa zwischen 359 Millionen Jahre vor unserer Zeitrechnung. Da beginnt das Karbon und mit 299 Millionen hört es auf. Da beginnt das Perm. Und da liegt dieser Diabaskörper drin. Das Ganze hier gehört zur Lahn-Dill-Mulde. Das ist ein Begriff wie die nahe Hunsrückverwerfung, gibt es in der Geologie überall. Und das hier ist ein körniger Diabas, ein intrudierter körniger Diabas. Und intrudiert,
bedeutet nichts anderes. Man muss sich das so vorstellen, wenn man jetzt die Erde betrachtet und das Erdinnere, dann hat man eine Magmakammer, also flüssiges Magma, geschmolzenes Gestein und ist auch Gasbildung vorhanden und das erzeugt Druck. Und wie man das am pazifischen Feuerring sieht, irgendwann bahnt sich das seinen Weg nach oben und das ist auch hier passiert. Und das heißt, die Schmelzen, die sind oder liegen bei mindestens 1200 Grad Celsius, dass das Gestein aufschmilzt. Bei 800 Grad Abkühlung erstarrt die Lava schon, also die ist noch glühend heiß und so weiter und so fort. Ja, ist ja gut. Jetzt aus der Richtung. Und bei 800 Grad erstarrt diese Lava und man muss sich das jetzt vorstellen, Magmakammer, Schlot und Deckgestein und dann das Intrudieren bedeutet, dieser erkaltete Körper, der presst sich, stößt sich da rein. Und das nennt man ein Intrudieren und das heißt, im Deckgestein hier bei diesen Diabasen gibt es Nachbargesteine. Das ist hier zum Beispiel Menno. Grauwacke, es ist Sandstein, also Sediment und Schiefer, zähe Schiefer. Der ist überall dann hier auch vorhanden. Sediment gibt es hier, Grauwacke gibt es hier. Und wer schon mal früher, weil leider ist er geschlossen, am Gaulsberg war, bei Ortenberg, da gab es auch eine Besonderheit, ist ein Basaltkörper und oberhalb dieses Basaltkörpers, und dann sieht man auch schön, wenn man von Ortenberg nach Kevenroth fährt, von der Straße aus, obwohl man den Steinbruch nicht mehr betreten darf, der ist geschlossen, sieht man oberhalb einen Sandstein liegen, einen gefritteten Sandstein, und zwar durch das Magma. Und das war eine ganz besondere Fundstelle, wurden auch ganz besondere Funde gemacht. Und es gibt zwar keinen gefritteten Sandstein hier, aber Sandstein gibt es hier. Diese Diabase haben Namen. Und zwar geht es um die Gemengteile. Und hier gibt es einen Olivinbasalt. Das hier auch vorhanden. Pikrit ist ein spezieller, das ist ein Phoide vorhanden in dem Basalt. Und so werden die dann benannt. Und Diabas aus dem Grunde, weil er von Devon Carbon kommt, ist es, also Diabas ist nichts anderes als ein Basalt, aber es ist ein alter Basalt. Es gibt auch Basalte, die werden als Basalt bezeichnet. Rein der Name Basalt. Aber ein Diabas ist einfach vom Alter her ein älterer. Und das kann man hier dazu sagen. Wie gesagt, Tagebau wird jetzt nach Süden vorgetrieben. Sie bauen die obere Krume ab. Sie sind jetzt schon auf der ersten, zweiten, dritten, auf der vierten Sohle im Basalt drin. Die Grauwacke liegt da drüber. Grauwacke ist relativ totmineralisch und arbeiten da oben auch mit dem mobilen Brecher. Da liegt Taufwerk, das können wir uns angucken. Da müssen wir dann allerdings hier an der unteren Schranke kommen wir auf die Tiefsohle und an der oberen Schranke kommen wir da hinten an das Haufwerk von oben. Ob das dann später jemand machen will, ist jedem selbst überlassen. Wie gesagt, ich hatte vor 2 Wochen einen Unfall, ich bin auf beide Knie gestürzt. Ich habe noch Probleme, das Rechte geht jetzt einigermaßen, aber ich kann keinen Druck ausüben, wenn ich Treppen steige. Das heißt, wenn ich das Bein belaste, ist es sehr schmerzhaft und ich bin zwar gerüstet, ich habe alles dabei, ich werde wohl auch mitgehen. Was ich dann mache, das wird man sehen. Es kann einfach sein, dass ich früher habe. Ich hatte jetzt einfach mal gut ein paar Funde mitgebracht, die dieser Steinbruch hierher gibt. Ja, es sind nicht alle vorhanden, zum Beispiel Serizit habe ich nicht. Serizit ist ein Muskovit. Also ein Klimmer, den habe ich noch nicht gefunden. Aber ich glaube, ja, es ist sogar ein Fragezeichen dahinter. Das ist ein kleiner Ausschnitt. Ich habe auch den Tisch überschätzt. Ich habe noch einiges drin, aber
Das ist die Hauptsache. Ich fange mal kurz an, wenn man das sieht hier, das sind Analzime, die weißen, die hier drauf liegen. Die haben klassische Endflächen, die hier vorhanden sind. Und das hier, da bin ich ganz stolz drauf, ist ein großer Monokalzem. Ja, das ist ein richtiger Klopper. Mir wurde auch schon geraten, dass ich hier dieses Dach hier abtrennen sollte, damit man den richtig sieht. Ich hatte bis jetzt nicht den Mut, er hat keine Berührungspunkte. Ich könnte sicher ohne Gefahr hier oben das entfernen. Aber einmal entfernt, dann ist es weg. Und was jetzt besser aussieht, weiß ich nicht. Das hier sind auch schön ausgebildete Analzime. Das ist so ein Blockanalzim. Man sieht es schön von der Seite. Man muss das so ein bisschen in die Lichtblendung halten. Dann ist etwas, da bin ich auch stolz drauf. Er ist nicht sehr groß, aber er ist wunderbar ausgebildet. Das ist ein Bleiglanz, Galenit, ist auch hier gefunden. Hier ist genau das gleiche Spiel, dass man sagt, hier dieser derbe Kalzit könnte man hinterschneiden, beide Enden, um das Stück kleiner zu machen. Vielleicht mache ich das auch nochmal. Aber das ist Bleiglanz, kann man auch finden. Man findet ihn auch großflächiger, das heißt, überall liegen dann Pusteln auf dem Kalzit drauf. Etwas Seltenes hier für den Steinbruch ist Quarz. Hier könnte man auch noch arbeiten, aber ich bin nicht der Mensch, ich die aus. Ja. Aber ansonsten bearbeite ich meine Stücke eigentlich selten. Das hier ist Quarz, den findet man sehr selten hier. Ja, jetzt haben wir vom Ernst Müller einen schönen Vortrag gehört. Er hat uns ein paar Steine und ein paar Mineralien hier aus dem Abbau gezeigt. Und jetzt geht es dran. Jetzt gehen wir selber rein und versuchen, was zu finden. Dann geht's los. Dann wünschen wir uns mal Glück auf und dass wir was finden. Ja, jetzt sind wir hier unten in der untersten Sohle und laut Auskunft vom Ernst haben wir so ein bisschen Glück, Pech für den Betreiber. Der Bagger ist kaputt gegangen. Und deshalb haben wir hier noch ein Haufwerk liegen, wo wir eventuell was finden können. Schauen wir mal. Ja, jetzt sind wir hier unten am Haufwerk. Und wenn man jetzt hier so mal genauer hinguckt, da sind wir hier schon. Kalzite zu finden. Und dann wollen wir mal gucken. Ja, ich mache das immer so, dass ich jetzt erst einmal vorab prospektiere und gucke und mir erstmal das Material alles ansehe, was es hier so eventuell zu finden gibt. Ja, bevor ich überhaupt hier einen Hammerschlag mache, wird sich das ganz genau angeguckt. Ja, hier habe ich was gefunden, das muss ich mir aber noch genauer angucken. Wird auf jeden Fall erstmal mitgenommen. Ja, dieser amethystfarbene Kalzit habe ich bis jetzt gefunden. Sehr nett. Ja, das ist alles sehr kompakt,
kaum Störungen und wenn dann ganz dünne Fiederspalten, also außer diesen derben lila amethystfarbenen Kalzit habe ich bis jetzt noch nichts gefunden. Deshalb werde ich weiter prospektieren. Und auch dieses Hauswerk sieht nicht so häufig aus. Ziemlich kompaktes Zeug. Aber das ist nun mal das Schicksal der Mineraliensammlung. Ja, das habe ich mir so angewöhnt, dass ich erst einmal das Hauswerk oder die Hauswerke abmarschiere und gucke, wo etwas zu finden ist. Und als alter Hase, da hat man so ein Auge für, ja, wo etwas zu finden ist und wo nicht. Und was sich lohnt aufzukloppen. Ja, hier haben wir schön rhomboedischen Kalzit mit Prenit. Ja, hier habe ich eine schöne Stufe Prenit. Ja, man findet also doch noch was. So, hier habe ich ein Stück Prenit und auf dem Prenit, da sitzt Muskovit drauf oder so ein Glimmerzeug. Das kann man gut sehen. Ja, eine Stufe mit Glimmer und mit Prenit. Ja, hier finden wir gleich schon eine schöne Kluft. Ja, die ist sogar schon gebrochen, die ist schon fertig formatisiert, genauso für so einen 70-jährigen alten Sack wie mich. Aber das ist jetzt so drin. Schon allein wegen der Stufe hat sich das schon gelohnt. Wow, ja, das ist echt toll. Das ist eine AA-Qualitätsstufe. Ja, das macht richtig Spaß. Ja, scheint sich richtig zu lohnen heute. Einen schönen Prenit mit Kalzit, wasserklar. Ja, ist aber noch bergfrisch, also wenn der gereinigt ist, glaube ich, noch eine schöne Stufe. Ja, hier sitzt ein grüner Sphalerit noch mitten drauf, mitten auf dem dicken Felsen. Mal gucken, ob den heil raus. Ja, ein schöner Sammeltag geht zu Ende. Ja, und wir haben auch gut gefunden. Ja, wir haben Prenite, wir haben den grünen Sphalerit, wir haben Pektolith, wir haben quasi einen schönen Querschnitt der Paragenese, nehmen wir hier mit. Ja, dann sage ich tschüss, tschüss, bis zum nächsten Mal, Glück auf und ja, dass wir noch weiterhin ins Gelände kommen können und dass es weiter so nette Betreiber gibt.